So, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Project Zomboid. Das letzte Mal, oh ja, danke. Das ist ganz wichtig, dass jetzt aufgeploppt ist. Haben wir ja endlich ein Auto gefunden. Da bin ich mega stolz drauf. Das heißt, ich kann in Zukunft viel, viel besser plündern. Und ich habe es auch endlich geschafft, dass mein Gewicht nicht mehr ständig nach unten riesig. Okay, wir haben 1 Kilo zugenommen. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist ein Anfang. Wow, Whisky hat haufenweise Kalorien, sehe ich gerade. Und das ist eigentlich ein Fehler, dass Kohlenhydrate, Proteine und Fett auf Null steht, weil Whisky besteht aus Kohlenhydraten. Das Bleichmittel sollten wir aufpassen, dass wir es nicht aus Versehen wieder in unseren Salat kippen. Das ist nicht so gut. Ich hätte gern eine Pfanne. Da. Irgendwie mache ich am liebsten Pfannengerichte. Und zwar nehme ich mir die. Nehmen wir mal eine Mayonnaise. Den Mais. Und die Tomaten nehmen wir auch gleich mal. Und dann machen wir uns vielleicht noch ein bisschen was zu essen. Machen wir noch mal so ein schönes Fischpfannengericht, weil das hat echt viel Kalorien gehabt. Und das fand ich auch ganz gut. Und eine Zwiebel passt auch wunderbar da rein. Und ein bisschen Lauch. Kriegt man zwar Blähungen, aber das kann uns ja vollkommen egal sein. Und noch ein vegetarisches Pfannengericht schadet auch nicht. Gemüsepfannengericht, schön. Da passen noch ein paar Tomaten rein. Sehr schön. Und ich glaube, den Eierkarton mache ich auch mal auf. Und hier packen wir noch ein Ei rein. Genau. Die Eier können jetzt alle wieder zurück. Ich hätte gedacht, die Mayonnaise kann ich vielleicht auch mitnehmen, aber nein, geht nicht. Gemüse- und Eifangericht. Klingt doch lecker. Irgendwann würde ich gerne mal anfangen, dass wir einen entsprechenden Kuchen backen, finde ich. Das wäre doch eine tolle Sache. Kuchen backen. Den Schluck trinken. Und dann gucken wir, dass wir ein paar Bretter mitnehmen. Und ein bisschen anderes Holz. Dann ist das Haus hier nämlich so ziemlich ausgeräumt. Und morgen gehen wir mal wieder auf eine Plündertour. Weil wir es können. Und nicht nur weil wir es können, sondern einfach auch aus dem Grund. Dass wir langsam eigentlich echt anfangen müssen, die Häuser leer zu räumen. Denn je länger wir jetzt warten, umso niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch nicht verdorbene Lebensmittel finden. Darf man ja auch nicht vergessen, es dauert immer länger. Okay. Den kann man nicht abbauen, warum weiß ich nicht. Und sobald ich Tischlerei hoch genug habe, hätte ich gerne ein paar mehr Sachen bei mir in der Wohnung. So, das Essen müsste fertig sein.
Aber noch ein klein bisschen was, bis es zu spät ist. Verlieren wir eigentlich Leben, wenn wir so extrem... Also die roten Sachen hier heißen eigentlich, dass man Leben verliert. Verlieren wir jetzt Leben? Und hier war nichts drin. Nee. Da könnte ich eigentlich dann auch noch Sachen reinpacken. Ich weiß nicht, was kann ich mit der Mayonnaise zum Beispiel machen? Ich habe keine Ahnung. Hat mich einfach gestört. Muss ja nicht verwildert sein hier. Vielleicht finde ich ja auch Sachen dabei. Ein paar Grillen oder so. Jetzt wäre ein Rasenmäher eigentlich auch nicht schlecht. Kann ich nicht entfernen. Achso, der hört dann sofort auf. Ja, das soll ich mir jetzt fertig machen lassen. Ist mir jetzt aufgefallen. Entschuldigung, mein Fehler. Die Dinger kann ich nicht entfernen. Da zum Beispiel liegt auch Stein. Bei den Büschen muss ich ein bisschen aufpassen, weil das ist Zeug, was das macht mich halt echt langsamer. Und ich bin schon froh, wenn wir dann endlich mal anfangen können, richtig durchzustatten. Haben wir da mittlerweile... Nö. Das braucht ewig, bis es verrottet. Wie gesagt, einige Sachen brauchen so 10, 20 Tage, bis sie vergammelt sind. Und wir sind am Tag... 24. Mein Schläger hält noch, oder? Ja, der ist gut. Dann könnte ich aber noch ein bisschen was bauen. Man muss die Zeit ja effektiv nutzen. Bisschen reisig. Ich weiß nicht, ob hier irgendwann auch der Winter einsetzt. Ich vermute es einfach mal. Und deshalb wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir das Zeug einfach trotzdem wenigstens auf Vorrat haben. Ich will auch die Bäume hier nicht vollkommen los haben, denn ich habe Angst, dass wenn wirklich der Winter kommen sollte irgendwann, dann wäre es natürlich blöd, wenn ich hier keine Bäume mehr habe. Mal 30. Das brennt ein bisschen. 15 mal Holz. Ja, kann man bestimmt mit arbeiten. Jetzt essen wir erstmal richtig was. Aber wir haben auch schon Hunger. Kilo. Das ist mit dem Gewicht passt irgendwie überhaupt noch nicht. Ja. Ich glaube, die Bratpfannen gehen auch mit der Zeit kaputt. Vielleicht muss ich dann doch ein paar mehr davon mitnehmen. Der Stärkeboost reicht nicht wirklich, um uns nötige Kraft zu geben. Noch mehr Baumstämme. Nimmt doch langsam echt Form an hier, oder? Leichte Wehwehchen. Ja, wir verlieren Leben. Weil wir einfach mega überladen sind. Das ist für mich aber auch kein Wunder. Wenn ich...
4 Baumstämme tragen müsste, da hätte ich auch so meine Probleme. Aber langsam wird es dunkel. Und über Nacht sollte man eigentlich nicht draußen bleiben. Nach Möglichkeit, man kann es machen. Aber ihr wisst ja, das ist so eine Sache. Man sieht sie halt doch relativ schlecht. Sie sehen dich zwar, die sehen euch zwar auch schlecht, aber es ist für die weniger schlimm, wenn ihr einen von denen tötet, als wenn ihr gebissen werdet. Oder gekratzt. Gekratzt reicht ja auch schon. Müssen ja nicht mal beißen. Ich könnte noch das ein oder andere mal im Garten suchen, ob ich noch was zu essen finde. Aber die Bäume haben wir auf jeden Fall alle weg. Ah, ich habe nicht genug Stofffetzen. Aber das ist kein Problem. Ja, mal relativ schnell. Hier ist doch alles voll, wenn ich mich recht entsinne. Wie ich mich da geirrt habe. Oh, das ist ja noch ein Baseballschläger. Und die Brechstange ist da auch noch drin. Das will ich erstmal mit. Obwohl, nee, die lassen wir da drin. Vielleicht brauche ich die noch für irgendwas. Ich brauche neue Kleidungsstücke von denen. Boah, das muss echt stinken hier. Wenn hier 100.000 Leichen rumliegen. Das finde ich immer noch so traurig. Die Ringe. Und die Tatsache, dass ich alle die Leichen hier nackt rumliegen lasse. Aber was soll ich machen? Ich kann sie ja nicht vergraben. Die Karte genommen, oder? Die kann ich nicht wirklich gebrauchen. Ah, da habe ich es also gelernt. Oh, jetzt zerreißen wir das alles. Und dann spüren wir erstmal. So. Erstmal alles zerreißen. Dann brauche ich die ganzen Wasserflaschen. Ein paar Mal gekriegt. Bisschen was reinigen. So, die können wir auch alle reinigen. Dauert zwar ein bisschen, aber es lohnt sich. So.
Es wird zu dunkel. Nee, ich sehe nicht mehr genug. Jetzt wünsche ich mir, dass ich Nachtaktivität hätte. Jetzt stellen wir uns noch den Wecker. Nicht, wenn ich wieder zu lange penne. Das ist okay. So, mal sehen, ob wir jetzt draußen was sehen. Oh, es ist besser, früh um 5. So, uns fehlen aber noch ein paar Bäume, wenn ich ehrlich bin. Und da habe ich, glaube ich, die Stämme, die ich brauche. Ich muss mir nur langsam Gedanken machen wegen dem Eingang. Ich muss es natürlich auch so machen, dass die nach Möglichkeit... Also ich kann da kein Tor bauen. Oder kann ich ein Tor bauen? Kann ich ein Tor bauen? Warum darf ich da nichts bauen? Wird das ausgegraut, weil ich eh nichts bauen kann? Tischlerei Stufe 6, ja, das dauert noch ein bisschen. Bis ich die Sachen habe. Das könnte wirklich noch ein bisschen dauern. Dann packe ich mal die ganzen Stofffetzen hier rein und gehe auf Plündertour. Fünf Stück können wir behalten. Der hält noch ein bisschen. Den Rest brauchen wir jetzt nicht. Was ist da eigentlich drin? Ach, hier habe ich ja noch mehr. Quietscheentchen, nur mit dir. Wir haben erst den Hilfekasten, keine Ahnung, wie der funktioniert. Wahrscheinlich ist es auch nur, damit man besser klarkommt. Was kann ich noch? Oh, brauche ich noch was zu essen eigentlich, bevor ich losmache? Die ist auch nicht mehr so frisch. Hier steht es um unser Gewicht. So eine Sache, ich komme nicht höher. Ich nehme mal ein bisschen Mayonnaise. Oder. Jetzt würde ich anfangen, wirklich solche Lebensmittel zu essen, die, ja, sowas hier zum Beispiel. 3000 Kalorien ist echt viel und irgendwie das schlecht wird. Müssen wir einfach mal schauen. So. Oh, ein ungebietener Besucher. Hey, du. Oh, es sind noch mehr hier. Du, komm mal her. Fangen wir mit ihm an. Okay, das hat nichts Nützliches. Da fliegen auch nur Müll. Rennen hier mittlerweile welche rum. Nicht so aus, aber hier ist auch noch eine Menge Holz, was ich dann später holen kann. Wenn es notwendig sein sollte. Okay, ich muss noch ganz kurz weg. Kleinen Moment. Wir haben vor allem haufenweise Sprit. Und ich versuche, nirgendwo dagegen zu fahren, weil ich nicht weiß, wie stabil dieses Auto ist. Und wenn ich hier 10, 20 Zombies umfahre, kann ich mir gut vorstellen, dass dann... dass dann vielleicht Probleme entstehen. Fahren wir mal die Straße runter. Ich fahr den mal um, was hier was passiert. Okay, das geht. Boah. So was wünscht man sich doch im echten Leben mal machen zu dürfen.
Einfach mal wahllos Leute überfahren. Okay, es tötet sie anscheinend nicht. Wahrscheinlich von der Geschwindigkeit auch abhängig. Die ist tot. Der ist tot. Es verlangsamt uns auf jeden Fall. Lalalala. Ui, das macht da richtig Spaß irgendwie. Und hier sind noch haufenweise Autos. Ich fahre mal ans Ende der Stadt. Es werden mehr. Shit. Ja, ich passe auf, dass mein Auto nicht kaputt geht. Ah, Spiffo ist, da will ich mal hin. Wer nicht weiß, wer Spiffo ist der... Oh Gott, sind das viele. Platz da, hier kommt der Mazda. Spiffo ist der... Ist das Maskottchen von dem Entwicklerteam. Ich glaube, ohne Auto bist du echt am Arsch. Ich bin in Panik. Wie soll man denn hier durchkommen sonst? Ich glaube aber... Könnte ich das eine oder andere finden. Ich glaube, dem haben wir die Beine gebrochen. Das ist übrigens ein faszinierender Fakt, wenn ihr von, wenn ihr überrollt werdet von einem Auto. Und also das größte Problem ist... Oh, das macht ihm gar nichts mehr. Das größte Problem ist, wenn eure Oberschenkel brechen. Da klappst du einfach zusammen, wie Nasser sagt, und dann wirst du überrollt. Ich denke mal, das ist dem Typen passiert. Versuche mal zu erwischen. Der fährt, der ist aber clever genug, sich nicht unter die Reifen, dass er nicht unter die Reifen kommt. Was haben wir hier noch so? Kacke. Ich mach mein Auto kaputt. Ah, hier muss es die besten Sachen geben. Ich vermute mal, dass das alles hier Bereiche sind, in denen es gute Sachen gibt. Aber das hier ist ein Massaker. Der ist tot, gut. Keep safe Kentucky, okay. Für die Sicherheit. Das sieht man gar nicht, das ist echt, das ist blöd gemacht. Es sind noch mehr Autos. Und Autos scheinen sie nicht direkt effizient anzugreifen. Eigentlich habe ich das Auto nur mitgenommen. Ah, draufstehen bleibe ich. Ist das Rätsel? Das Rätsel ist Lösung. Oh, meine Frontscheibe geht kaputt. Ah. So macht man sie platt. Überfahren und kurz draufbleiben. Ein bisschen Schwung. Ihr Kunden, ich mach euch fertig. Also wenn das jetzt, wenn ich jetzt im Nahkampf gegen die kämpfen müsste, scheiße. Ist das blöde. Was war das denn jetzt? Ist rausgeglitscht. Piep. Total asozial. Okay, die haben wir platt gemacht.
Brauch mehr Schwung, glaube ich. Der ist hinüber. Also sie gehen auf mich los, aber nicht sehr effizient. Ah, der Reifen muss sie erwischen am besten. Ich will dieses Biffus-Ding. Kriege ich Erfahrung, wenn ich die damit überfahre? Bin auch im Reifen. Schön liegen. Kommt denn, dieses Auto ist nicht so leicht zu fahren. Das ist nichts Effizientes da, aber sonst wüsste ich auch nicht, wie ich gegen so eine Herde gerade ankommen sollte. Da bräuchte ich eine Schrotflinte oder irgendwas. Ich habe ihn erlöst. Wenn jetzt der Sprit ausgeht, bin ich am Arsch. Die machen ja auch langsam alles kaputt, was mir auch missfällt. Also hier ist eine Wäscherei auf jeden Fall. Also, ne, Land. Ja doch, Wäscherei. Was ist das? Gott, es ist echt schwer, die zu töten. Ich glaube, es ist so schwer, Zombies in der Apokalypse zu töten. Und es macht anscheinend echt müde, die kaputt zu fahren. Ich denke mal nicht, dass sich das lohnt, die zu plündern. Gut. Schön über den Kopf rollen. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Haben wir es jetzt endlich? Ich mach mal ich gehe mal das Risiko ein und steig mal aus. Mal sehen, was sie so haben. Könnte ich mitnehmen. Und richtig Mist. Uah! Die sind am schlimmsten. Die Liegenden sind am schlimmsten. Oh, eine Zeitung. Den Schulranzen habe ich schon auf. Den nehmen wir mit. Hier gebe ich. Ah. Und auch das ist sehr willkommen. Die erwischt man halt echt nicht. Man kann nicht nach unten schlagen, oder? Ich steig nochmal kurz ins Auto und mach die platt.
Die anderen sind kein Problem, aber die Kriechenden sind halt wirklich. Gut. Wollte nicht direkt starten, das könnte echt in der Masse an Gegnern echt scheiße sein. So, da haben wir ja noch jemanden. Komm mal, oh, das sind zwei. Kommt mal her. Ist der nächste? Ach, Ehering. Tragisch für dich. Mir egal eigentlich. Oh, Patronen kann ich tatsächlich ganz gut nutzen. Und das hier. Lebensmittelgeschäft, das sowas habe ich eigentlich abgesehen. Ziemlich leer. Trink erstmal was. Haarspray kann man tatsächlich gut benutzen, da kann man Aerosolbomben draus machen. Das ist gut. Taschentuch, Toilettenpapier, Wattebällchen, Zahnbürste brauche ich nicht. Bleichmittel nehme ich auch mit. Aber ich frage mich. Oh, Schmerzpillen, super. Pinzette nehme ich auch mal mit. Ich frage mich, warum ist. Das ist doch ein Diner, warum ist das wie ein normales Bad eingerichtet? Die Schränkchen jetzt mal so, dass man mal so hingestellt, aber warum ist das deiner wie ein normales Bad eingerichtet? Das macht gar keinen Sinn. So, die Bleichmittel können hier auf jeden Fall rein. Pistole lege ich auch mal da rein. Eigentlich ist Toilettenpapier was echt Tolles in dieser Welt. Okay, ich bin hier unten. Ich müsste hier sein. Was ist schwarz? Ja, ich müsste irgendwo hier sein. Ach, egal. Ich kann mir das später alles kartografieren. Und auch Müllsäcke sind eigentlich wichtig. Warum sollten ja auch, warum sollte das Zeug auch nicht hier stehen? Ich sollte vielleicht auch mal abends Taschenlampen nutzen. Vielleicht bringt das ja was. Aber eigentlich bin ich mehr auf die Suche nach Essen. Oh, ein Lutscher. Spiffos, ja. Das ist einfach nur wie McDonald's oder irgendein Burger King oder was auch immer. Dachte ich schon, die hat was Tolles dabei. Genau das habe ich gewollt. Ah, was ist das? Ich weiß nicht, ob ich da durchklettern sollte. So wie es aussieht, lasse ich das lieber. Ja, dachte ich mir schon, dass die hier reinkommen.
Okay, die Remoulade brauche ich jetzt wirklich nicht mitnehmen. Aber das hier kann ich wunderbar nehmen. Lecker! Oh. Oh, ein Küchenmesser. Das nehme ich auch mit. So, zurück dazu. Ist schon voll. Ach, ich habe das Ding nie ausgeleert, sehe ich gerade. Hoppla. Ah, ich übertreib's mal lieber nicht. Ich komme lieber später nochmal wieder. Gott, was soll ich, da steht doch jemand. Auch ein bisschen aufpassen. Ich rechne, also hier ist echt sehr stark verseucht.